Sie machen Witze, oder? Wie konnten Sie das schaffen? Weiß ich auch nicht. Das war alles andere als gut. Billys Vater, der Stadtrat, war ziemlich sauer auf uns. Und er war Morellos Busenfreund. Ohne die Hilfe der Mafia hätte er sein Amt niemals bekommen. Außerdem begann ja die Polizei auf uns zu hetzen. Also hatten wir jetzt die Gangster und die Bullen gegen uns. Ah, kommen Sie. Hey, beide Seiten haben davon profitiert. Die Polizei stand gut da bei der Verbrechensbekämpfung und kassierte gleichzeitig dicke Prämien von Morello, den sie dafür in Ruhe ließen. Und mit der Hilfe der Polizei konnte Morello seinen größten Gegner eliminieren. Eine ideale Situation. Und für uns liefen die Dinge schlecht. Salieri hat eine Menge Kohle verloren. Und ich fühlte mich nach all dem Morden auch nicht allzu gut. Es schien mir, als hätte alles keinen Sinn. Und dass ich das Leben so schnell und so intensiv wie möglich auskosten müsste, wenn es so leicht war, sein Leben zu verlieren. Vielleicht begannen Polly und ich deshalb mit dem Trinken. Sie haben nicht vielleicht die Nerven verloren? Mein Leben bestand nur noch aus Mord, Verbrechen und Alkohol. Hätte Frank mir da nicht rausgeholfen, wäre es nicht gut ausgegangen. Es war verrückt. Aber plötzlich war er da und wollte mir helfen. Vorsicht! Kannst du mich nach Hause mitnehmen, Tommy? Sicher, Frank. Steig ein. Na, wie steht's bei dir, Tommy? Ach, ist schon okay, nur... Aber... Ach, nichts. Ich hab gehört, Pauli und du, ihr genießt das Leben. Ihr zwei habt euch in der Stadt einen Namen gemacht. Muss was mit unserem Geld zu tun haben. Wenn du nicht als ein Wrack enden willst, Tom, musst du deinem Leben einen Sinn geben. Was? Willst du mir etwas über den Sinn des Lebens predigen? Ich habe ein paar gute Jungs gesehen, die mit ihren Problemen nicht klarkamen und vor die Hunde gingen. Normalerweise wird man wegen Geld umgelegt oder man wird verrückt und all die Freunde und hübschen Damen sind plötzlich weg. Wie auch immer. Der Don braucht keine Säufer mit zittrigen Händen, die für ihn arbeiten. Solche Leute machen nur Schwierigkeiten. Wenn du nicht aufpasst, bringt dich als nächstes dein bester Freund um, ohne mit der Wimper zu zucken. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Na los, sei du selbst. Vielleicht dein Geld irgendwo investieren. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Hör auf mit den Partys. Geh sonntags mit dem Don zum Rennen. Versuch mit einem Mädchen ins Theater zu gehen oder ins Kino. Du hast viele Möglichkeiten. Und an wen denkst du da, Frank? Ein anständiges Mädchen will doch keinen Killer. Weißt du, ein Polizist tötet, um das Gesetz zu schützen. Und du stehst für unser Gesetz ein. Das ist das Gleiche. Wir stehen nur auf der anderen Seite des Zauns. Du bist kein Mörder, Tom. Denk dran. Nimm niemals Arbeit mit nach Hause. Das gibt nur Ärger. Und wo finde ich die Frau für mich, Frank? Ich dachte, du hättest was mit Luigis Tochter, Sarah. Ich finde, sie ist ein wundervolles Mädchen. Aber du allein weißt, wie weit du mit ihr gehen willst. Ich möchte einen Menschen wie Sarah nicht in Gefahr bringen, Frank. Eines Tages bat mich Frank, in die Bar zu kommen. Er sagte, er hätte einen kleinen Job für mich, also bin ich hingegangen. Tom, zwei unserer LKWs, voll mit dem besten Stoff, kommen heute aus Kanada. Sam trifft sich mit ihm am Übergabepunkt. Sie sind auf einer alten Farm außerhalb der Stadt und wir müssen die Ladung in die Stadt bringen. Ich schicke zwei LKWs, Pauli fährt mit einem. Ich möchte, dass du auch mitfährst und die Augen aufhältst. Sorge nur dafür, dass alles glatt geht. Hol den Wagen von Ralphie, Pauli wartet drüben beim Lagerhaus auf dich. Bei deiner Ankunft wird Pauli dir ein paar Waffen geben. Okay, Frank? Nö. Ja, er steht im Trocknen und wartet auf mich und hat ein komplettes Auto zerlegt. Was ist denn mit dem kaputt? Was hast du heute Schönes für mich, Ralphie? Tom, ich habe einen neuen Wagen für dich. Er hat 65 Pferdestärken und wenn du Gas gibst, kommt er auf über 75 Meilen in der Stunde. Hm.
Aber wie man sieht, wurde das Polizeiauto wirklich nicht gespeichert. Das heißt, man kann die gar nicht mit in die Garage nehmen. Das kann man schon, aber ja, sind halt nicht gespeichert. Sie haben ein neues. Ich war ursprünglich der Meinung, das wäre bei jedem Auto gleich. Sprich, wenn ich es auf den Hof kriege und die Mission abschließe, wird es gespeichert. Aber nein. Naja. Siehst du echt? Wir werden später sowieso mehr als genug kriegen. Du kannst die Kiste haben oder also nicht mehr als genug Polizeiwagen, sondern generell Autos. Wie du willst. Danke, Rafi. Na, haben wir jetzt schon eine schöne Auswahl eigentlich an verschiedenen Fahrzeugen. Das ja, sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. So, dann fahren wir mal in den Mistwetter mit dem Cabrio im Lager aus. Das ist da hinten. Okay. Dumm, die dumm. Ja, über das Wetter braucht man sich nicht unterhalten, denke ich. Sind beschissen auf Deutsch gesagt. Aber ja, passt irgendwie in die Mission rein. Also das ist, ja, ist dem Ambiente förderlich. Um das mal ganz hochtrabend auszudrücken. Wie ihr vielleicht merkt, ich spreche noch etwas ruhiger, da meine Erkältung noch ein bisschen an mir hängt und ich keine Lust habe, dass während der Aufnahme sich meine Stimme verpisst. Ja, ich hoffe, das geht gut. Schauen wir mal. Ich hoffe, es ist sehr stark. Ich habe nämlich keine Lust, die Aufnahme zu zerstückeln oder irgendwie was raus- oder reinschneiden zu müssen oder so. Nur weil ich mich räuspern muss oder husten muss oder sonst irgendwas oder einfach mal meine Stimme weg ist. Oder noch schlimmer, meine Stimme total piepsig wird. Das wäre mit Sicherheit auch super. Oh. Hört sich bestimmt lustig an, wenn auf einmal so... Oh, kann ich gar nicht. Da haut meine Stimme direkt wieder ab. Das heißt, ich brauche das gar nicht zu simulieren. Das passiert von ganz alleine. Naja. Aber wie gesagt, ich hoffe, das passiert nicht. Und wenn, hoffe ich, dass ich es irgendwie verduschen kann. Aber nein, jetzt fahren wir erstmal zum Lager aus und mal gucken, was Pauli so Schönes für uns hat. So im Regen. Ich hätte auch was Besseres zu tun, als bei diesem Mistwetter mitten in der Nacht im Cabrio zu einem Lagerhaus zu fahren und mich mit irgendjemandem zu treffen, der mir Waffen gibt. Ich mich mit dem wieder in ein Auto setze und irgendwo hinfahre. Es gewittert auch noch. Aber naja. Passt schon. Hier ist Lagerhaus. Na. Nehmen wir halt das andere Tor. Auch gut. Ich dachte, das würde aufgehen. Aber das war wohl der Fehler, ich hab gedacht. Hey Tommy! Wir fahren zu einer Farm vor der Stadt und holen ein paar LKW-Ladungen besten Fusel ab. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Du musst gar nichts tun. Sei einfach nur da. Die Jungs beladen die LKWs und wir fahren zurück. Sam wartet dort schon auf uns. Wahrscheinlich hat er bereits alles ausgesoffen, bevor wir überhaupt da sind. Genau. Ich fahre.
Die Bullen wurden geschmiert, also gibt es nichts, was uns Sorgen machen müsste. Da hätte ich auch zu Hause in meinem Bett bleiben können. Hat mir auch hey, wenn gesagt. Ich aufbleiben muss, dann musst du es auch. Wer sagt das denn? Los geht's. Weißt du, wir sollten das viel öfter tun. Aber besser tagsüber. Schätze, du wärst jetzt lieber bei Luigis kleiner Tochter Sarah. Stimmt's? Das ist deine Art Nachtschicht. Halt die Luft an, was weißt du denn davon? So viel wie alle anderen auch wissen. Mann, selbst Luigi weiß, dass du hinter ihr her bist. Schätze, das macht ihm nichts aus. Schließlich hast du ihre Ehre gerettet. Wenn du hast sie ihr gleich wieder genommen, ne? Halt die Klappe, Pauli. Ich wusste nicht, dass du da bist. Komm schon, Tom. Nur ein Scherz. Sie ist ein gutes Mädchen. Ihr seid viel füreinander gemacht. Da bin ich nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Hause zu kommen und zu sagen, stell dir vor, Sarah, was ich für einen Tag hatte. Ich musste 10 Typen umliegen. Über so etwas darf man zu Hause nicht reden. Wenn du nicht so bist, wie sie in der Zeitung über dich schreiben und du sie gut behandelst, wird sie den ganzen Kram ignorieren. Ja, und sie hat eine Menge Kohle. Für dich ist es also normal, deiner Frau dein ganzes Leben lang zu verheimlichen, wer du wirklich bist. Komm, mach dir nicht so viele Sorgen. Was ist los? Sam sollte hier warten, aber er ist nicht da. Das riecht nach Ärger. Wir bleiben hier bei den LKWs und du schaust vorsichtig nach, was abgeht. Danke für das Vertrauen. Nimm dir ein paar Spielzeuge mit. Ja, die sitzen im warmen, trockenen LKW. Die warten neben den warmen, trockenen LKW. Und ich tapse durch den Regen auf einen Hof und schaue mir die Gegend an. Gut. Mach ich. Kein Ding. Was habe ich hier überhaupt für eine Waffe? Ein Colt, ein Pumpgun. Ja, nenne ich. Dum, dum, dum. Dubi, 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 dum. Dum, dum. Dum, dum. Da ist ein LKW und da ist auch Licht. Und da sitzt da drin. Dum, dum. Mein Gott! Der Bauzimmer. Dein Freund ist schlecht geworden. Wer seid ihr? Seid ihr von der Polizei? Mr. Morello und der Sheriff lassen euch grüßen und informieren euch darüber, dass sie von jetzt an euren Job hier übernehmen. Komm mal her, du Schwein. Oh. Hä? Da! Aua. Auch schon mal besser geschossen. Vor allen Dingen hatte ich auch schon mal, war ich auch schon mal besser in Deckung halten. Also, kannst du lesen. Ach ja. Doch Mist. Mm-hmm.
Nichts Schönes für mich da. Na gut. So nicht, mein Freund. Da hinten steht noch einer. Hä? So, ich dachte, der wäre jetzt die Treppe runtergefallen. Sah irgendwie so aus. So, war's das jetzt? Ich fürchte, nein. Das war klar. Da hat doch wer geredet. Wo ist denn hin, Junge? Das heißt, da sind noch ein paar Schuss übrig, also in der Waffe zum Aufsammeln. Tja, 44 Lebenspunkte, na gut. Ich weiß, besser als 0, aber so viel mehr als 0 ist das auch nicht.
Verpiss dich. Da klettert sogar das Blut an der Wand durch. Da kommt doch hier auch noch einer. So. Leichen pflasterten seinen Weg. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Nein, das war's anscheinend nicht. Ich hab hier einfach mal die... Ich will in die Luft sprengen. Unfassbar. Sie sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück. Aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht den Laster. Die Laster, ich glaube, die können sich auf einen beschränken, wenn der andere brennt. Nur so ein Tipp. Könnte sein. So, aber mit 28 Lebenspunkten ist das auch wieder jetzt ein bisschen kriminell. Nur ein bisschen. Aber, naja. So, mal rein. Oh. Wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Ne? Und dann fangen wir halt nochmal an. Hier muss es doch was geben, womit man die Tür aufmacht. Ja, dann such mal was. Gut, dass er wusste, wo eine Brechstange liegt. Jo, dann decken wir uns mal gegenseitig. Also los. Oh. Olli, da drin spielt die Musik, aber sonst... Also dafür, dass ich vorher 28 habe und Pauli 100, habe ich noch 12 und er 10. Das ist doch eigentlich ein recht sauberer Schnitt. So, hängt hier wieder wer hinter der Tür? Wenn ja, bin ich tot. Gut. Naja. Voll. Dum, 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 dum. Das Problem ist, dass entweder Pauli stirbt oder ich und Mission gescheitert. Oh. Fuck. Wer hat den denn erschossen? Immer ruhig, Pauli, immer ruhig. Wer den erst... Naja. Soll mir egal sein. Vielleicht nochmal nachladen vorher. Ne, Sam ist es nicht.
da ist Sam. Hier oben ist keiner mehr. Gut. Sam, was haben Sie mit dir angestellt? Ist alles in Ordnung? War wohl nur mal wieder zur falschen Zeit. Am falschen Ort. Sowieso. Nicht besonders gut. Okay. Halt durch, ich hol den Laster, wir bringen dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Komm, warte hier mit ihm, ich bin gleich zurück. Hm. Sam, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar. Wirklich? Stimmt. Da siehst du die Polenta. Das Gefühl, dass einer doch hier hochgekommen ist oder auf dem Weg hierher ist. Und der schießt auch schon munter drauf los. Und wo schießt er? Hä? Was ist denn der Spinner? Hat der einen Poli abgemagelt, na gut. Mein Gott, das war ein Massaker! Was für eine Nacht, Mann! Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Ja, schlimmer wäre in dem Sam, Fall ich tot. Ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause.